Hallo. Nein, also ich habe erst im Feld begonnen und bin dann irgendwann in der Jugend ins Tor gegangen. Also so einen wirklichen Favoriten habe ich nicht. Also ich finde, Marc-André ter Stegen spielt in letzter Zeit echt klasse Spiele, aber auch ja, andere Torhüter, die einfach auf hohem Niveau spielen, kann man sich, glaube ich, immer was von denen abgucken. Sport und Psychologie mochte ich auch sehr gern. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt erst im Oktober angefangen, aber das, was wir bisher gemacht haben, macht mir schon sehr viel Spaß, ja. Also ich glaube, man kann jegliche Nationalmannschaftsspiele dazu rechnen, weil es immer was Besonderes ist. Ja, und dann auch die DFB-Pokalspiele und dann natürlich jetzt die Saison, das Spiel gegen Wolfsburg war schon ein Highlight. Ja, ich glaube, das hat man sich halt ausgesucht, wenn man im Tor steht. Und damit muss man halt einfach umgehen können. Und ja, im Spiel verspüre ich jetzt nicht so den Druck. Da schaltet man halt dann komplett ab und ist wirklich nur fokussiert auf das Spiel. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat und die man auch nie vergessen wird. Bei mir ist das immer sehr unterschiedlich. Also jetzt in meinen Handschuhen, die ich jetzt habe, habe ich eine 9. Ja. Ja, weil ich natürlich auch gespielt habe und das natürlich immer ein besonderes Erlebnis ist, wenn man dann auch wirklich die Spiele bestreiten kann und ja, sich dann auch nochmal zeigen kann, gerade bei der U20, was das letzte Turnier im U-Bereich ist. Und also ich möchte auf jeden Fall eine Weltreise machen. Ja, und dann einfach ein glückliches und zufriedenes Leben führen und sich nicht wirklich Gedanken machen darum, wie man jetzt überlebt, sage ich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.